Hallo Marcel, guten Morgen. Hallo Vesna, guten Tag, hallo, servus. So, also wir wollen uns heute das. Hallo Gina, oh, Epek ist auch mal wieder da. Hallo, hallo Edi, hallo, guten Morgen. So, wir gucken uns heute die Enddeklination an. Also ich habe euch einen Link dazu gemacht. Hallo Margoshata, erste ich. Ja, du bist Nummer vier, dort, würde ich sagen. Dann das nächste. Hier weiter geht's. Albi, hallo, guten Tag. Hallo Nasir, hallo Elsa. Hallo, hallo Salva. Elsa, du warst die Person, die mir letztens die E-Mail geschrieben hat, oder? Dann, ich war nicht so ganz sicher. Dann Justin, hallo, Servus, guten Tag. Hallo Hibak, hallo Ayan. Hallo Sanel, Bayan, hallo, Servus. Sarah, guten Morgen. Sahara, hallo. Aishen, hallo, Servus. Illyrian, hallo, Servus, guten Tag. Und Ali ist auch da. Helen, hallo, guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Manije, hallo, Servus, hallo, Hani. Guten Tag, hallo. Ah, ja, genau, das warst du. Okay, alles klar. Ja, dann ist es ja jetzt klar, Elsa. Also, du kannst hier immer mitmachen, kein Problem. So, dann passt das alles. Dann Ilona, hallo, Servus, oder Ilona wahrscheinlich. Hallo, guten Morgen. Basir, hallo, Amran, genau, alles klar. So, Leute, ja, dann sind wir jetzt schon einige. Was? Dürr. Ilk Ben Geldim. Nein, ich bin nicht die vierte, ich bin als erste gekommen, echt? Nee, Marcel war die erste, also der erste bei mir zumindest, keine Ahnung. Und dann Aminata. Hallo, Servus und Agnes. Was ist das da? Guten Morgen, hallo, guten Tag, hallo Agnes, ich bin hier. Ja, das ist super, das ist perfekt. So, jetzt Leute, unser Thema heute ist die Enddeklination. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Thema ist ein bisschen so schwierig, das machen wir aber heute Abend, glaube ich, auch nochmal, weil das einfach ganz wichtig ist und viele Leute immer nicht so ganz verstanden haben, warum gibt es jetzt hier eine N und warum nicht. Also jeder von uns kennt der Herr und dann aber den Herrn. Und dann ist da plötzlich ein N dahinter. Okay, und das ist eben das Thema Enddeklination. Hashem, hallo, Servus, guten Tag. Super, also alles Gute. Dann einen schönen Tag wahrscheinlich oder einen guten Morgen, einen guten Morgen. Dann Justin, ich war der Dritte. Ja, genau, richtig. Ja? Genau, so sieht es nämlich aus. Also, aber hier gibt es ein paar Leute, die denken immer, sie sind die Nummer eins. Ibek versucht immer, die Nummer eins zu sein. Das ist super lustig. Dann hallo Saido, Servus, hallo Rafi, guten Tag, hallo, guten Morgen allerseits. So, also unser Thema heute ist, wir wollen uns als erstes jetzt mal angucken, wie produziert man die Enddeklination? Und dazu habe ich euch auf dem Link so eine kleine Beschaffenes wie organisieren, organisieren, okay? Für sich organisieren. Dann Farhand, Hibak, hallo, guten Tag, genau, den Herrn. Aha. Dann ich war die Nummer eins, ja, genau, Marcel. Aha. Dann Ali, den Herrn, genau. Also jetzt machen wir, nee, den Herren. Also wir haben Herr. Das ist Nominativ, dann haben wir den Herrn, dem Herrn, des Herrn und dann Plural die Herren, den Herren und so weiter. Ibn al-Ali, hallo, guten Morgen. Ibn al-Jemen, was wollte ich denn sagen? Dann das nächste, Portugal, hallo, guten Tag. So, jetzt da, genau. Nessel Marsen, Einstein, genau. So, also jetzt machen wir mal zusammen, würde ich sagen. Also, was muss man jetzt hier können? Was muss man wissen? Also, wir brauchen immer so eine Form, die ist nur für Nominativ maskulin. Und dann haben wir irgendwelche anderen Formen mit N hinten dran. Und diese andere Form, so, dann hallo Thomas, hallo Saido und das Erdmännchen ist auch da. Guten Morgen. So, also. Bei dieser Form kleben wir hinten immer ein N dran und deswegen heißt das Ding ja auch N-Deklination, okay? So, dann Farhan, guten Tag. Richtig, nee, Herr Lehrer, genau, also ich sehe den Herrn Lehrer. Also bei Herrn müssen wir das N dran machen, bei Lehrer nicht. Dann, was ist das hier? Genau, Herr Adre, warum nicht? Genau, also ich sehe Herrn Adre. Okay, warum nicht? Okay, so, das kann ich sagen. Hallo Kekel, guten Morgen. So, jetzt lese ich euch meine kleine Liste vor, wie man das genau macht. Also es geht meistens um die Nationalitäten. Also wir haben zum Beispiel die Nationalitäten hier.
die auf E enden. Also zum Beispiel haben wir da der Pole, der Russe, der Grieche, der Chinese, der Portugiese, der Türke, der Kroate und so weiter und so fort. Es geht immer um die maskuline Form. Aha. Und zwar, wenn wir die, genau, ich sehe Herrn Lehrer, genau, richtig. Ich sehe Herrn Lehrer. Ibeck, du musst zwei R machen, Herrn. Genau, Thomas, ich rufe das Kind an. Genau, aber das Kind ist ganz normal. Ein Herr spaziert den Fluss entlang, Wessner, den Fluss, Akkusativ. Ich spaziere den Fluss entlang. So, jetzt müssen wir trotzdem nochmal zurückkommen zu den Nationalitäten. Also es gibt ja zwei Typen im Deutschen. Genau, der Elefant ist auch sowas. Also, wir haben zum Beispiel Albi. Albi ist Somalier, Somalier. Somalier ist normal, das ist der Somalier, den Somalier, dem Somalier. Also, wir haben der und den Somalier, okay? So, dann kommt jemand aus der Türkei. Wir haben, hallo Kerpe, wir haben, also Türke ist die Nationalität für den Mann. Und dann haben wir der Türke, aber wir haben den Türken, okay? So, aber das ist immer noch eine Person. Ups, jetzt habe ich es genau falsch gemacht, natürlich. Okay, Mist. So, ach, jetzt war es zu schnell. Okay, so, dann, also wir haben der Türke und den Türken. Okay, so, also das ist immer noch eine Person. Hallo, Mathieu, dann Somalia, genau. Das Land, Albi, ist Somalia, aber der Mann ist der Somalier. Also, das Land ist Somalia, Somalia. Dann der Mann ist der Somalier, Somalier. Aha. Genau. Dann Maniak, was ist das hier? Hallo, Servus. Dann geht's weiter. Hier, ich werde zur Arbeit gehen um 2.13 Uhr. Ah, okay. Also Epek geht um 2.13 Uhr zur Arbeit. Ich werde um 2.30 Uhr zur Arbeit gehen. Dann Mathieu, hallo, servus, wie geht's? Dann geht's weiter, Kerpe. Den Türken bereiten, nee, die Türken, also die Türken ist ja Plural. Die Türken bereiten, die Türken bereiten leckeres Essen zu. Genau, also die Türken. Das ist Nominativ Plural, okay? Also, Kerpe, du sagst, ich sehe die Türken. Ich kenne den Türken. Es ist immer N, aber es ist der Türke, okay? Dann Thomas, wir treffen uns mit Herrn Müller um 13.30 Uhr. Um, Thomas, um. Dann Abiet, was? Du bist nicht normal, was ist das da hier? Dann kommt der nächste, Beauty Channel. Ich bin jetzt gekommen, ja, hallo, willkommen. Und Mahan, hallo. Dann ich esse eine Kuh. Ja, wunderbar. Kuh schreibst du groß. Dann das nächste. Elsa, ich war gestern mit den Kindern auf dem Spielplatz. Perfekt, genau. Super. Mhm. Dann, nee, also, Iraker ist normal. Das ist ganz normal. Also, du sagst der Irak. Also, das ist das Land. Also, der Irak. Ja, und dann der Iraker und die Irakerin. Irakerin. Also, wenn du ein Land, eine Nationalität hast mit ER, alles normal. Wenn du eine Nationalität mit E hast, nicht normal, okay? Mit E bedeutet Enddeklination. Dann, Justin, den Chinesen ist es schlecht. Ja, genau, richtig. Zum Beispiel, genau. Dann, vielen herzlichen Dank für den Unterricht. Kein Problem, Rafi, alles gut. Dann isst du selber eine Kuh. Was? Dann das nächste. Hier. Perwan schreibt hier, guten Tag, hallo, dann geht's weiter, was ist das hier, ich gehe zur Schule um 13 Uhr, ich gehe um 13 Uhr zur Schule, Albi, Tegamolo, dann hier, Mindaugas schreibt hier, hallo, guten Tag, der Litauer, die Litauerin, genau, perfekt, also Litauer ist auch ganz normal mit ER, dann ich habe einen Russen kennengelernt, perfekt, Maugeschatter, einen Russen, einen Polen, einen Tschechen, aha. Dann, ich bestelle beim Italiener, auch gut. Dann, ich sehe den Elefanten auf dem Land in der Savanne. Hallo Miran, guten Morgen. So, wir machen Enddeklination. Dann, die Kinder spielen im Park, weil die Sonne scheint. Dann, Wessner, ich rufe einen Herrn an. Genau, ich rufe einen Herrn an. Perfekt, Wessner. Also, ihr könnt euch nochmal den Link auch angucken. Da habe ich auch eine Tabelle gebaut für euch. Aha. Dann, ich komme aus Tunesien, Thomas. Okay, also Tunesien. Der Tunesier, die Tunesierin.
Ganz normal. Dann der Iraker, die Irakerin. Aha, perfekt. Dann machen wir gleich mal weiter. Morgen bringe ich den Schüler mit. Hallo Ismail. Dann ich gehe um 13 Uhr in die Schule. Ismail, was ist deine Nationalität? Wir machen N-Deklination. Also, ich bin Deutscher. Irgendjemand hier ist, zum Beispiel Meron ist Äthiopier. Nee, das Land Äthiopien. Äthiopien. Aber der Mann, der Äthiopier, Äthiopier. Und die Frau, die Äthiopierin. Äthiopierin. Okay? So, nicht anders machen. Dann, manche Kinder haben einen Helden als Vorbild. Genau, der Held und dem Helden. Aha. Super, der Held ist auch sowas. Genau, perfekt. Dann meine Tochter ist eine oder ist die Litauerin. Genau, ist Litauerin, einfach ohne Artikel. Perfekt, Mindaugas. Aha, super. Dann Sahara schreibt hier, ich bin, nein, also das Land heißt Eritrea und dann der Eritreer und die Eritreerin. Okay, so. Nicht anders. Hallo Braschant, der Deutsche, die Deutsche. Deutsch ist ein bisschen komisch, das ist ein Adjektiv. Hallo Lubica, guten Morgen. Lubica, was ist deine Nationalität? Wir üben N-Deklination. Dann das nächste. Ich kenne einen Polen. Ich kenne einen Polen, Wessner. Dann es fehlt heute ein Pole. Es fehlt heute ein Pole. Ein Pole. Nominativ Małgorzata. Wer fehlt? Ein Pole. Dann, nein, Ismail, du bist, also dein Land heißt Portugal. Okay. Dann, du bist der Portugiese. Portugiese. Und die Frau ist eine Portugiesin. Die Portugiesin. Ja? Also, vielleicht, Ismail, wenn du später Zeit hast, du guckst auch den Link an, da steht das nochmal schön. Dann, die Kunden, der Freund ist mein Vater. Ah. Also, der Kunde ist N-Deklination. Dann Tunesien, der, nein, Tunesien ist auf Deutsch, Thomas, der Tunesier, der Tunesier. Aha, und die Tunesierin. Tunesierin. So, das ist für Thomas. Dann Abbas, hallo mein Schatz, hallo, guten Morgen. Ich werde nach Hause gehen. Genau, und dann das nächste. Ich bin Iraker, genau, richtig. Aha. Perfekt, dann der Tunesier, okay, dann Tunesierin, dann es fehlt ein Pole, genau. Aha. Ich lernte einen Polen kennen. Ja, super, Małgorzata, genau so ist richtig. Aha. Dann weiter, hallo Rama, Servus und Kekil. Die Straße rechts, rechte Seite, gibt es einen indischen Laden? Nee, rechts auf der Straße oder auf der rechten Straßenseite. Auf der rechten Straßenseite. Seite, gibt es ein indisches Restaurant? Gibt es ein indisches Restaurant oder einen indischen Laden? Einen indischen Laden. Laden. Aha. Dann, ich bin Portugiese, genau. Eritrea ist für, nein, Eritreerin. Nochmal, Eritreerin. Eritreerin ist für Frauen, okay? Eritreerin ist für Frau. Dann, ich bin Slowakin. Nein, auch nicht. Also, das Land heißt die. Ups. Ach, mein Computer macht etwas Komisches. Wartet mal eine Sekunde. So, also nochmal. Das Land heißt die Slowakei. Die Slowakei. Das ist für Lubica, okay? Dann kommt als nächstes der Mann ist der Slowake. Der Slowake. Entschuldigung, mein Computer hat gerade etwas Komisches gemacht. Und die Frau ist die Slowakin. Okay. Also, Lubica verstanden. Dann geht's weiter. Hibak, ich bin Somalierin. Somalierin. Nee, Hibak, Somalierin. Also der Mann, Somalier. Okay. Die Frau, die Somalierin. Okay. Dann das nächste. Siehe, hallo, in der Ecke, an der Ecke. Ich sitze an der Ecke des Biergartens, genau, oder in der Ecke. Also in der Ecke ist hier, an der Ecke ist außen. Okay? Du sagst, siehe, an der Ecke, du bist außen. In der Ecke, du bist drinnen.
Verstanden? Kekil, ich komme aus der Türkei. Ich bin keine Türkin. Was? Ich bin keine Türkin. Keine Türkin. Was bist du denn, Kekil? Du bist keine Türkin, okay? Dann Simon, willkommen. Hallo, Servus und Prashant. Ich habe einen Freund, der Engländer ist. Ja, perfekt, Prashant. Super. Dann das nächste. Hibak, danke. Okay. So, dann mach doch mal einen Satz. Also, Hibak, zum Beispiel somalisches Essen, das somalische Essen. Dann man sollte den Löwen keine Angst machen. Genau, richtig. Aha. Dann meine Che, ich interessiere mich für den Affen. Aha. Nein, 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 Ipek. Du bist Türkin. Also du sagst, ich bin Türkin. Türkin. Ipek, du bist eine Frau, du bist Türkin, nicht Türkerin oder sowas. Türkin. Annam, hallo, Tuesday, hallo, wie geht's? Dann das nächste. Hier. Sie fehlt, es fehlt Likes. Ja, genau. Bitte mal, könnt ihr mal ein bisschen mehr Likes machen? Das wäre cool. Danke, Kerpe. Aha. Dann Nimco. Ich komme aus Somalia. Nimco, aus Somalia. Aus Somalia. Du kommst aus Somalia. Dann, ich lerne gerade online. Super. Dann Ismail. Lehrer, ich habe eine Schwierigkeit auf Deutsch. Könnten Sie mir bitte erklären? Ja, mach mal. Frag mal, Ismail. Ich weiß nicht was. Dann hallo, ich habe eine Schwierigkeit. Dann Nasro, hallo, guten Tag. Und Simon, ich komme aus Eritrea. Eritrea, groß schreiben, das ist ein Land. Eritrea ist ein Land, also groß, groß, immer groß. Land ist groß. Simon, ich komme aus Eritrea, okay. Dann er rechnet mit einem Herrn, der heute kommt. Aha. Dann, okay, ich bin Türkin, er ja, super. Ipek, dein Mann, er ist Türke. Also für Mann, er ist Türke, er ist Türke. Für Frau, sie ist Türkin. Perfekt. Dann Schafik, hallo. Ich habe einen Nachbarn besucht. Nachbarn, Nachbarn. Mit A, nicht mit E. Dann, ich komme aus der Türkei, Ipek. Nein, aus der Türkei, aus Türkei, 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 die Türkei. Okay? Nicht durcheinander machen. Dann kommt Helen. Ich bin Italienerin. Italienerin. Genau, ich bin Italienerin. Dann aus der Türkei, genau, dann guten Morgen. Albi, hier gibt es viele Menschen aus Somalia, genau. Hier gibt es viele Somalier. Also entweder sagst du aus Somalia oder viele Somalier. Dann kommt der nächste. Ich bin Iraner. Also du sagst, Mahan, du sagst der Iran, das ist das Land. Der Iraner und die Iranerin. Genau, super. Dann kommt als nächstes Agnes. Ich habe eine Frage. Anschließend bedeutet manchmal das Gleiche wie koppeln. Nee, also, ach so, anschließen. Ja, genau richtig. Also im Krankenhaus, ja, etwas anschließen. Also, das ist, oder reinstecken ist es auch. Dann kommt Albi, genau. Aha. Dann Hebak, bitten, genau. Dann Thomas. Als ich ein Kind war, besuchte ich meine Tante. Sie gab mir jedes Mal Schokolade. Super, Thomas, perfekt. Dann Miranschat hier. Gut, beginnen wir jetzt mit dem Modul Sprechen. Genau, diese Prüfung hat drei Teile. Wir beginnen mit Teil 1. Ja, genau, Miran. Super. Okay, es war nicht unser Thema, aber warum nicht? Dann, sie kommt aus Somalia. Großes S. Somalia, großes S. Hallo Mohammed, Somalia. Dann, ich bin krank, seit ihr auf der seit ich auf der Straße eingeschlafen bin. Seit, schreibst du mit T. Okay. Dann kommt Justin. Ich wann, was wanderte mit dem Kroaten? Kroaten, also mit, das ist Dativ, mit dem Kroaten. Mit dem Kroaten, der Kroate mit dem Kroaten. Aha. Dann, was bedeutet genau vorbehalten, also zurückhalten? Hallo Arthur, Servus. Dann, was genau bedeutet zufolge, dem zufolge? So wie. Dann das Buch des Griechen ist schwierig, genau. Dann Hassan, ich bin Petrol. Okay, du bist Hassan Petrol. Okay, alles gut. Dann, woher kommst du denn? Hallo, liebe Leute, guten Tag. Dann Beauty schreibt hier, was bedeutet beschaffen? Beschaffen ist wie organisieren. Hallo Gökçe,
Es ist hier sehr viele verschiedene Arten von Menschen. Es gibt hier, Gökçe, es gibt, ja, ja, hier gibt es viele verschiedene Nationalitäten, verschiedene Typen. Hallo, Kibram, servus. Ich bin von deinem Gr, was ist von deinem Gr? Dann, ich komme aus Somalia, dann Hashim schreibt hier, morgen die erste Prüfung. Ich habe viel Stress. Ah, ich habe viel Stress. Viel Stress. Ah, kein Stress. Alles wird gut. So, dann das nächste. Wessner. Er kümmerte sich um einen Herrn, der schwer krank war. Genau, super. Mhm. Dann, ich bin seit 2 Jahren in Deutschland. Also, ich bin seit 2 Jahren in Deutschland. Seit mit S. Sahara. Dann, Sarah schreibt hier, guten Tag. Ich bin von deinem Geschäft. Nee, ich bin ein Kunde von deinem Geschäft. Also ich bin, Kibram, ein Kunde, Enddeklination, von deinem Geschäft. Mhm. Also, oder ich bin ein Kunde dieses Geschäfts, kannst du auch sagen. Von deinem Geschäft. Aha. Dann kommt der nächste. Hallo. Dann, ich komme aus Afghanistan. Aha, okay. So, was ist deine Nationalität, Hassan? Dann, ich komme jetzt von der Arbeit. Dann, Takien, hallo. Mufasa, hallo. Hier, ich möchte nach Deutschland fliegen und dich sehen. Und um dich zu sehen, Thomas. Ja, warum nicht irgendwann? Warum gerne? Dann, ich habe einen netten Herrn, der aus der Türkei kommt, kennengelernt. Kennengelernt. Ha? Komma, kennengelernt. Dann Hanan, hallo. Erstmal einen Kaffee trinken. Genau, richtig. Ja? So sehe ich das auch. Hallo, hallo, hallo. Dann ich bin Praktikantin. Ha? Ich bin Praktikantin. Praktikantin. Ha? Dann geht's weiter. Hallo, guten Tag. Dann ich habe einen Termin. Ich habe einen Termin. Dann Justin, ich habe eine Bar kennengelernt. Aha, ich habe eine Bar. Das ist die Bar auf Deutsch. Eine Bar kennengelernt. Dann Gökçe, wie geht's? Du siehst gut aus. Ja, mal, das macht nichts. Gestern war ich ein bisschen müde. Also gestern habe ich zu viel gearbeitet. Heute ist alles gut. Dann einmal, dieser Deutsche ist wirklich sprachbegabt. Dankeschön. Dann das nächste. Hallo, guten Morgen. Hallo, Gülcan. Hallo, Olucci. Guten Tag. Olucci, wir machen Enddeklination. Dann Justin. Der Bär. Also Bär ist Orso oder so etwas. Der Bär. Aha. Dann kommt der nächste. Mal schaut das wieder weg. Dann Mustafa, ich habe einen guten Kunden in einem Supermarkt in Fulda vor 2 Wochen getroffen. Wow, super. Also ich habe vor 2 Wochen in einem Supermarkt einen guten Kunden getroffen. Dreh's mal ein bisschen um. Vor 2 Wochen TK Molo. Dann geht's weiter. Bitte Leute, eine Lehrer. Hm? Alles einen. Bitte. Ja, genau, richtig. Super. Dann also. Danke Miran. Danke sehr. Hey Leute, könnt ihr mal ein Like machen? Dann geht's weiter. Gegenüber des Hauses. Haben Russen gekauft. Nee, das Haus gegenüber, das Haus gegenüber, das Haus gegenüber, gegenüber haben Russen gekauft. So, Kickel. Das Haus gegenüber haben Russen gekauft. Nein, 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 Rama, du bist, also das Land heißt der Senegal, also der Senegal. Dann der Mann heißt der Senegalese. Und die Frau, die Senegalesin. Also ein Senegalais und une Senegalaise. Okay? Dann geht's weiter. Le Senegal, der Senegal. Dem Wunsch des Kunden zufolge ist das Geschäft länger offen. Ja, genau, richtig. Aha. Perfekt. Dann der Affe auch. Ja, der Affe auch. Genau, der Affe ist auch in Deklination. Affe, Löwe, Rabe, Hase. Dann, ich trage mit mir Desinfektion. Ah, Desinfektion, okay. Desinfektion, ein Wort, um mich vor Corona zu schützen. Zu schützen, zu schützen. Desinfektion, ein Wort machen, bitte. Dann, Gina, kannst du ein bisschen Enddeklination erklären? Ja, klar. Also, du kannst auch, Gina, du kannst auch mal kurz auf den Link gehen. Dann, was geht so bei euch? Ja, heute geht Enddeklination. Abiel, mach doch mal mit. So, dann schreib mal einen Satz mit, zum Beispiel Löwe, Affe, mach mal einen Satz damit, Abiel.
Dann das nächste. Wessner schreibt hier, er befasst sich mit einem kranken Herrn. Aha, dann mach an. Sie sind ein netter Mann. Dankeschön. Dann geht's weiter. Martha, was ist denn das hier? Dann Saido. Hier, die neuen Corona-Maßnahmen zufolge muss man nicht mehr als 15... Darf man. Saido, dein Satz ist perfekt, aber darf man. Hallo Yusra, servus, hallo Leute. Dann Sami, aha, hallo, guten Tag. Yusra, woher kommst du? Was ist deine Nationalität? Wir üben Endeklination. Aha. Dann Helen, was ist das da? Flavillerin. Ist das ein Dorf oder was? Helen, ich verstehe das nicht. Flavil, oder? Ist es ein Dorf in der Schweiz? Flavillerin wahrscheinlich, ja, dann ist das richtig. Dann, ich trinke jeden Morgen einen warmen Kaffee. Raffi, jeden Morgen großes M. Jeden Morgen einen heißen Kaffee, nicht einen warmen Kaffee. Warmer Kaffee ist ja schon fast kalt. Mhm. Dann, die weiße Teil, ach, der weiße Teil der Vase ist nach oben, zeigt, was? Der weiße Teil der Vase zeigt nach oben. Oder? Ich glaube, dass der weiße Teil der Vase zeigt nach oben. Dann einmal, die Schönheit des Herzens berührt man durch die Taten oder durch Taten. Super, danke einmal. Aha. Genau, oder erkennt man, kannst du auch sagen. Dann das nächste. Kannst du bitte eine Lektion von passiv und aktiv erklären? Ich habe großes Problem damit. Ja, können wir morgen machen, okay? Thomas, das machen wir morgen, das schreibe ich mir einfach mal auf, aber das machen wir morgen, okay? Also heute machen wir das nicht, aber aktiv und passiv können wir einfach morgen machen, okay? Morgen Abend oder so. Ist es okay? Dann machen wir weiter. Meine Nationalität ist türkisch. Nein, ich bin Türkin. Ich bin Türkin, Ipek. Ich bin Türkin. Ja, dann kommt Justine. Den Löwenherz ist traurig, der Löwenherz. Das ist komisch. Das Löwenherz ist traurig, weil er seine Frau verloren hat, weil der Löwe seine Frau verloren hat. Dann, genau. Yusra kommt aus Somalia. Achtung, Somalia ist ein Land, großes S, dann ist türkisch. Genau, super, Epek, jetzt ist gut. Hallo Mariam, servus. Mariam, woher kommst du? Wir machen die Nationalitäten. Enddeklination und Nationalität. Heute Abend, was machen wir? Ich denke, wir machen das gleiche Thema, auch Enddeklination, aber nicht so viel mit Nationalitäten, ein bisschen anders, okay? Dann kommt das nächste oder hast du einen anderen Wunsch? Dann Ahmed schreibt hier, ich bin zurzeit in deinem Online-Kurs. Zurzeit, Ahmed, so, ich bin zurzeit in deinem Online-Kurs. Dann geht's weiter. Rafi schreibt hier, ich glaube, das war zu schnell. Ah, hier. Ich glaube, die Maßnahmen des Lockdowns werden verlängert. Ja, das glaube ich auch. Dann, wie ist das Wetter heute? Oh, bei mir heute gibt es Schnee. Also ich muss nachher auch mal rausgehen, den Schnee genießen. Dann, Sami. Ich komme aus Syrien. Achtung, Syrien. Aha. Und der Mann heißt der Syrer. Und die Frau, die Syrerin. Aha. Dann geht's weiter. Kommt der nächste, Mustafa. Ich komme aus Somalia. Ich bin seit 1,5 Jahren in Deutschland. Ah, cool. Willkommen. Dann Iman, hallo, guten Tag. Dann das nächste. Was trinken Sie? Tee oder Kaffee? Jetzt Tee. Tee. Später muss ich Kaffee trinken kaufen. Kaffee trinken gehen. Einen Kaffee kaufen. Mache ich nicht zu Hause manchmal. Zu faul. Dann das Herz. Ein Genie sind Sie auch. Sind es auch. Ja, was? Das Herz. Es ist auch ein Genie oder so etwas. Dann das nächste. Was sind es auch? Ja, genau, Agnes, alles gut. Dann morgens habe ich einen Termin. Nee, morgen habe ich einen Termin, weil ich einen Corona-Test mache. Also, morgen habe ich einen Termin. Umdrehen, Simon. Morgen habe ich. Dann, ich vermisse meine Schule. Ich vermisse meine Schüler. Ich bin in der Schule, aber ohne Schüler. Dann, er befasst sich mit einem jungen Praktikanten, genau. Dann bei mir zu Hause scheint die Sonne. Oh, cool, Justin, super. Dann das nächste, gibt dem Raben den Rest vom Essen. Perfekt, Maugeschatter, super. Dann Iman, nein, du bist, Iman, wenn du ein Mann bist, also das Land heißt Marokko, okay, Marokko. Der Mann heißt Marokkaner. Und die Frau heißt die Marokkanerin.
Marokkanerin. Also nicht marokkanisch. Dann Victoria, hallo. Kaffee Espresso. Nein, Kaffee Super Grande. 1 Liter Milchkaffee. Starbucks, Victoria. Dann heute Morgen gibt es nur Tee, weil ich zu faul war, einen Kaffee zu machen. Dann, hallo, ich komme aus dem Irak. Nein, 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 nein. Du, bist du ein Mann oder eine Frau? Also, der Mann ist der Iraker, und die Frau ist die Irakerin. Irakerin. So, erster, nächster. Dann geht's weiter. Hier, Agnes. Nein, ich wollte sagen, dass das Herz und ein Genie gehören auch zu. Ja, genau, richtig. Also das Herz, ja, das Genie dem Genie. Nee, Genie nicht. Herz, ja, Genie, nein. Agnes. Herz, ja, Genie, nein. Dann Prashant. Ich war heute Morgen mit meiner Tochter beschäftigt. Aha, super. Ich war heute Morgen mit meiner Tochter beschäftigt. Hey Leute, könnt ihr mir ein Like geben? Das wäre super. Dann kommt Margoshata. Die Frau des Löwen ist traurig, da ihre Kinder da er ihre Kinder gefressen hat. Echt? Dann bitte Leute, vergesst nicht das Like. Genau. Dann Mustafa. Ja, sonst findet uns später keiner mehr. Das ist immer das Problem mit dem Like. Das ist weniger für mich. Das ist das. Sonst findet uns niemand mehr. Dann ist der ganze Chat einfach im Müll. Dann, ich bleibe seit einem Monat zu Hause, denn ich bin, denn mir ist total langweilig. Aber mir ist total langweilig, und ich vermisse die Schule wirklich. Ja, Mustafa, du musst einfach mit mir lernen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Sorry, nur das. Dann morgen habe ich einen Termin, einen Termin, einen Termin, Simon, einen Termin, einen Termin. Das ist Akkusativ. Einen Termin. Ha? Danke, ich bin eine Frau. Also du bist eine Irakerin. Hanan, ich bin Syrer. Hanan, du bist ein Mann, der Syrer. Der Syrer. Du bist ein Syrer. Also zum Beispiel, du sagst, ich bin Syrer. Also ich bin Syrer. Ich bin Irakerin. Okay, dann Dankeschön, Agnes. Kein Problem. Dann das nächste. Dieser Online-Kurs ist. Ist den Like wert, ja, hoffentlich. Dann Safi, hallo. Dann das nächste, Salva, ich bin Irakerin, genau. Dann das nächste. Das ist wichtig für euch, ihr müsst eure Nationalität sagen können, wenn ihr irgendwo hingeht, und du musst ja sagen, hey, ich bin bla bla, sonst könnt ihr ja gar nicht erkennen, dann können die Leute ja gar nicht wissen, was ihr seid. Dann, was hast du heute gemacht? Aha. Endeklination. Dann das nächste. Bitte erklären Sie ganz kurz Endeklination. Also nochmal Endeklination. Ganz kurz, Mariam, die kurze Version ist, guck auf meinen Link, die zweite Version ist, wenn du eine Nationalität zum Beispiel hast, die mit E endet, ist sie im Nominativ mit E und in allen anderen Kasus und im Plural, also Akkusativ, Dativ, Genitiv und Plural mit EN. Der Grieche und dem Griechen, des Griechen, die Griechen, okay? Und es gibt viele andere Wörter, die auch Endeklination sind, zum Beispiel Löwe, Rabe, Hase und so weiter. Und dann auch so Wörter wie Student, Praktikant, also die Endungen ENT, ANT, IST, OGE und so weiter. Und eine ganze Liste von Einzelwörtern, und die stehen alle auf dem Link drauf, okay? Also, Mariam, das wäre ganz super, wenn du einfach den Link später aufmachst, und da kannst du die ganze Liste dann angucken und ein bisschen lernen. Dann können wir es heute Abend nochmal üben. Dann, also, jetzt geht es hier weiter. Hebak. Viele Menschen vermissen die Schule. Die Schule, Hebak. Die Schule. Viele Menschen vermissen die Schule. Ja, bevor haben sie alle demonstriert, und jetzt können sie nicht in die Schule gehen. Dann, der russische Junge hat bei seiner Freundin einen Heirats. Nee, nochmal, Kikil. Der russische Junge hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Also nochmal. Der russische Junge hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. So. Dann, ich bin Brasilianerin, also Kerpe ist eine Brasilianerin. Genau. Also, der Mann heißt Brasilianer, die Frau heißt Brasilianerin. Dann, die Ge Löwen gehören zu den gefährlichen Tieren, Elsa. Die Löwen gehören zu den gefährlichen Tieren. Aha. Dann kommt Sarah. Ich bin in der Bäckerei. Dann kommt Ijaz. Ich habe gerade ihren
Ihnen einen Like gegeben, Ihnen einen Like gegeben oder Ihnen ein Like gegeben. Ja, super, danke, Ijaz, super. Dann, ich bin Slowakin, genau, aus Italien. Ja, genau, ich bin eine Slowakin aus Italien. Also, Lubica, das heißt, du bist eine italienische Slowakin. Aha. Dann der Inder, nein, Achtung einmal, der Inder. Der Inder, das ist nicht eine Deklination, das ist ganz normal. Der Inder und die Frau heißt die Inderin. Aha. Also, der Inder, die Inderin. Aha. Dann Ali Schab hier, Like nicht vergessen. Genau, danke sehr. Dann kommt der Nächste. Besat Schab hier, was ist das da? Hallo, ich bin Besat. Ich bin aus Eritrea. Hallo, ich wohne in München. Aha. Ich bin in der Berufsschule. Beruf, nicht Brief. Berufsschule. Berufsschule. Aha. Also, du bist in der Berufsschule. Cool. Also, ich wohne in München. Ich bin in der Berufsschule. Besat. Dann Hassan, von wo muss man ein Like machen? Ich weiß nicht, irgendwo hier klicken. Ich sehe nur meine Version. Ich sehe das nicht am Anfang, glaube ich, oder am Ende musst du das machen. Ich weiß das nicht genau. Dann, ich bin, nee, also nochmal, Hamid, Afghanistan. Also, das Land ist Afghanistan. Der Mann, das ist auch Enddeklination, ist ein Afghane, also Mann, Afghane. Und die Frau ist eine Afghanin. Afghanin, okay? Also, der Afghane, die Afghanin, okay? Dann die Katze hat eine Kette aus Diamanten. Perfekt, super, Thomas. Ja, dann geht's weiter. Mahan schreibt hier, ich muss zur Arbeit gehen. Vielen Dank. Tschüss, Mahan, bis später vielleicht. Dann Besner. Im Zoo sah mein Kind einen großen Löwen. Perfekt. Und Sarah schreibt hier, hallo, wer kann mir beim Briefeschreiben helfen? Hm. Ich mache morgen ein Video dazu. Und Sarah, du kannst auch mal hier gucken. Also du kannst mal hier auf den Link schauen. Da findest du viele Briefe. Also das ist so das Level von B1. Und dann musst du ein bisschen nach unten scrollen, also nach unten gehen auf der Seite. Da findest du dann auch B2, okay? Also hier sind Briefe. Dann, nein, nicht Afghanerin, Afghanin, Marian. Also nochmal, der Mann, Afghane. Und die Frau, Afghanin, okay? Mariam, Afghanin, okay? Dann Safi schreibt hier, ich komme aus Eritrea, nein, Eritrea, okay? Das ist für Safi. Ich lebe, nicht liebe vielleicht auch, ich lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Ich lebe. Dann ein Praktiker, genau, oder ein Praktikant. Du bist ein Praktikant, Hamid, oder ein Praktiker ist ein Geschäft normalerweise. Dann Agnes, du bist ein alter Hase, wenn es um die Sprachen geht, kann man sich so ausdrücken. Ja, kann man so sagen, genau. Ein alter Hase, genau. Mhm. Dann, ich habe eine Frage. Nimko, dann stell mal deine Frage. Eine Frage. Mhm. Ich habe eine Frage, dann frag mal. Genau, und dann das Nächste. Ich vermisse meine Lehrerin und meinen Lehrer. Hm? Dann, ich bin Afghanin. Ja, genau, super. Aha. Super, Mariam. Und wie ist der Plural? Dann, Tarek, ich träume davon, einen Löwen zu besitzen. Aha. Dann kommt als Nächstes Salah. Ich hoffe, dieses Jahr 2021 wird besser als das letzte Jahr. Wird besser als. Ja, das glaube ich auch. Dann kommt das Nächste. Moment, ich habe einen Anruf bekommen, dann ich trinke jeden Morgen eine Tasse Milch mit Honig. Aha, super. Genau, dann kommt das Nächste. Hier, ich bin ein Siebenbürger, Justin. Du bist also ein Siebenbürger oder eine Siebenbürgerin, also Mann Siebenbürger. Und du bist ein Rumäne, also der Rumäne. Okay, und die Frau, die Rumänin. Okay, der Rumäne, die Rumänin. Ja? Da Nasrul schreibt hier, wenn Sie lesen, nicht meine Sätze, werde ich böse. Wenn Sie meine Sätze nicht lesen, werde ich böse. Ich habe deinen Satz gelesen. Was ist deine Nationalität, Nasrul? Woher kommst du? Dann, meine Tochter ist eine Afghanin, mein Sohn ist ein Afghane. Nein, Mariam, Afghane. Mann, Afghane, nicht R,
kein R machen, Maria. Afghane. Ja? Dann, ich bin ein Siebenbürger, ein Rumäne, genau, richtig. Dann das nächste, ich war Siebenbürger mit Umlaut. Umlaut. Das kommt ja von Burg. Ja? Dann, ich war immer von Affen begeistert. Ja, genau. Siebenbürger. Ja? Margot, schick mir doch mal irgendwie so ein Hallo später, dann schicke ich dir ein Video mit einem Affen aus meinem Urlaub. Das ist super lustig, wo der Affe unseren Keks frisst. Es ist unglaublich. So, dann ist mal hier, ich stelle das Glas mit den offenen Seiten nach oben auf den Tisch. Ja, genau. Also ich stelle das Glas mit der offenen Seite nach oben auf den Tisch oder auf den Tisch einfach. Also mit der offenen Seite auf den Tisch, mit der offenen Seite auf den Tisch. Aha. Hallo Zainab, servus. So, dann, was ist der Unterschied zwischen beistehen und helfen? Nichts, aber beistehen ist ein bisschen offizieller, aber eigentlich das ist dasselbe. Und unterstützen ist auch ähnlich. So, dann, ich mag keine Raben, Raben. Aha. Also, Nasro kommt auch aus Afghanistan. So, Nasro, du sagst, du bist ein Afghane. Also, du bist Afghane. Mhm. Dann, mein Sohn ist Iraker. Salwa, mach mal dieses Ein weg. Also, mein Sohn ist Afghane. Dann, Vesna, unser Präsident spricht mit einem bekannten Journalisten. Richtig, aber Präsident schreibst du so. Vesna, alles gut. Aber Präsident falsch geschrieben. Präsident. Aha. Präsident. Ah ja, okay, sorry. Hab gerade was nicht gesehen. Okay, dann geht's weiter. Kommt der oder die Nächste? Dann Thomas. Seit einem Jahr, nee, vor einem Jahr. Vor Ilja. Ilja, non. Thomas, ist Ilja, non. Depuis, non, ist seit. Also, vor ist Ilja. Seit ist depuis. Also, dein Satz war irgendwie falsch. Dann das Nächste. Wo soll ich dieses Hallo schicken? Ach, in irgendeinen Chat wie diesen hier. Einfach hier in diesem Chat. Einfach unten etwas oder schreib Affe oder so etwas und dann erinnere ich mich. Dann schicke ich dir das. Das ist sehr, sehr cool. Dann hier. Spazieren, aber ich war nicht, es war nicht schön kalt. Ah, es war nicht so kalt, es war nicht so kalt. Dann, meine Tochter ist Irakerin. Meine Tochter ist Irakerin. Salwa, mach mal ohne Artikel. Also, mein Sohn ist Iraker, meine Tochter ist Irakerin. Ohne eine, okay? Eine wegmachen, okay? Das klingt nicht gut. Also, er ist Iraker, sie ist Irakerin. Das klingt besser. Also, ohne dieses eine, dann, sonst klingt es ein bisschen komisch. Dann schreibt hier Agnes. Mir auch bitte, ja genau, dann schreib auch einfach unten in das Video Affe, okay, kein Problem. Das ist sehr, sehr cool, dieses Ding. Wir haben nur gelacht die ganze Zeit. Also, genau, also Zainab, du bist aus Pakistan, nein, also entweder der Pakistaner oder und die Pakistanerin, Pakistanerin, oder du kannst auch sagen, der Pakistani, Pakistani. Das klingt wie auf Englisch, okay? Wir sagen das oft so. Dann, mein Sohn ist Iraker. Genau, richtig. Ich bin Türkin, Semra. Genau, perfekt, super. Dann geht's weiter. Machen und tun. Gibt es ein... Ja, machen ist mehr mit der Hand etwas produzieren, okay? Machen ist mehr produzieren und tun ist mehr in deinem Kopf. Aber sie sind auch ganz ähnlich. Und tun benutzt man nicht so oft. Das klingt ein bisschen wie für Kinder. Dann, also Amir ist ein Mesopotamier, genau, und eine Frau ist eine Mesopotamierin. Also ich bin Mesopotamier, Mesopotamierin. Hallo Galina, guten Tag. Dann geht's weiter. Ablehnen finde ich nicht so gut. Was ablehnen ist, tschüss, nicht, nein, danke. Genau, ablehnen heißt nein. Dann Goldi, was ist das hier? Warum darf man nur zu zweit auf die Toilette? Was ist denn das da? Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach sonst verboten. Dann kommt der Nächste. Mariam, mein Mann ist auch Afghane, genau richtig. Der Pakistaner, die Pakistanerin. Dann geht's weiter. Hier, hallo. Dann kommt als Nächstes Kibrom. Ich möchte bitte fragen, mein Ausweis ist seit 2 Monaten endet. Ich kann nicht wechseln, wegen Büro geschlossen ist. Ach so,
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, du musst bei der Stadt anrufen. Also, ich möchte fragen, mein Ausweis ist abgelaufen, nicht endet, Kibrom. Der Ausweis ist abgelaufen. Abgelaufen. Ich möchte ihn verlängern. Ich möchte ihn verlängern. Okay, ich weiß auch nicht genau. Du musst mal bei deiner Stadt anrufen, Kibrom, und wenn das nicht funktioniert, dann schreib mir mal nochmal, okay? Da muss man bei der Stadt nachfragen, weil ein Freund von mir hatte auch dieses Problem und das muss man dann irgendwie online machen. Dann ein gefährlicher Hund, Hund, Hamid, Hund, Hund, schreibst du so, Hund, ups, jetzt habe ich es geschafft. Ah ja, genau, dann also, ich bin endlich Afghane, aber jetzt bin ich Deutscher geworden. Ah, ich bin eigentlich, also ich bin eigentlich Afghane. Afghane. Aber jetzt bin ich Deutscher. Ja, Kibrom, kein Problem, schreib mir einfach. Wenn das nicht funktioniert, schreib mir mal, weil wir hatten auch dieses Problem hier. Dann, ich bin aus Marokko und ich bin Marokkaner oder Marokkaner. Nein, Marokkaner. Also, du bist Marokkaner. Mann, Marokkaner, Frau, Marokkanerin. Marokkanisch ist dein Kaffee zum Beispiel. Marokkanischer Kaffee. Oder marokkanischer Strand, marokkanische Sonne. Aber du bist Marokkaner. Dann das nächste, ich bin Iraker, genau. Dann, ich konnte den Blick von dem Affen nicht abwenden, als ich ihn zum ersten Mal sah. Ja, du musst die Dinger vor allem anfassen, die sind süß, die kleinen. Das ist total nett, die sind wie Kinder. Ein bisschen verrückt, aber nett. Dann, was ist das da? Die Baklava? Baklava ist ein türkisches Gericht. Baklava, einfach zusammen. Baklava ist ohne die. Hallo Ikis, dann das nächste. Mariam, sehr geehrte Damen und Herren. Genau, richtig. Sehr geehrte Damen und Herren, Herren mit EN, richtig. Gut, Mariam. Dann Thomas, vielen Dank. Ich wünsche dir ein Glück fürs Leben. Ja, kein Problem. Danke, Thomas. Ich dir auch. Dann Semra. Kann man Online-Kurs? Ja, Semra, man kann das. Aber das ist in jeder Stadt anders. Ich weiß nicht, wie das in deiner Stadt geht. Es geht irgendwie. Bei uns musst du anrufen und sie geben dir einen Link. Aber in deiner Stadt ist wieder anders. So, bei uns ist alles simpel normalerweise. Dann, Nasro, wie lange bist du in Deutschland? Ich? Schon immer. Dann das nächste. Danke für die Erklärungen. Leider muss ich jetzt gehen. Tschüss, bis später. Tschüss, bis heute Abend. Kerpe, wir machen heute Abend noch mal ein bisschen weiter. Okay? So, dann Ali, danke schön. Ja, kein Problem. Ali, mach mal einen Satz. Ali Salman, woher kommst du? Was ist deine Nationalität? Dann, wenn sein Ausweis gültig ist, mach einen Termin bei der Ausländer. Ja, genau, richtig. Also normalerweise, Kibram, du musst zur Ausländerbehörde gehen. Also wenn deine Stadt groß ist, also Kaiserslautern ist ein bisschen groß, du gehst zur Ausländerbehörde. Wenn nicht, dann einfach bei der Zentrale von der Stadt Kaiserslautern anrufen. Normalerweise, die machen das. Und wenn du in einem Dorf wohnst, ist es super easy. Du rufst einfach nur die Frau an oder den Mann und alles ist gut. Dann das nächste, Saido, was bedeutet genau angeblich? Er ist angeblich Türke, aber ich glaube das nicht. Er ist angeblich Lehrer, aber ich glaube nicht. Er ist angeblich Arzt, aber nicht. Saido, verstanden? Hallo, ich bin Syrerin. Also nochmal, Syrerin, Rana. Syrerin. Du bist Syrerin. Irgendwie gibt es bei dir ein E zu viel. Nee, Syrerin. Nee, ist gut, Rana, sorry. Genau. Dann, meine Stadt ist Köln. Ich wohne in Köln. Oh Gott, Köln ist groß. Da gibt es aber bestimmt erstmal jemanden am Telefon und dann eine Website. Das geht immer bei der Ausländerbehörde, weil Köln ist eine große Stadt. Aha. Dann, ich komme aus dem Irak. Aha, okay, also Ali, was ist, du bist, ich bin Deutscher, du bist, dann Milana, hallo, Servus, dann geht's weiter. Mein Ausweis ist abgelaufen, wie kann ich ihn verlängern? Ja, perfekt, super, Kibrom, perfekt, perfekt, Kibrom, super. Dann Shafik, seit 3,5 Jahren, seit 3,5 Jahren, 3,5 umdrehen, 3,5. Aha. Dann nimm kurz wieder weg. Dann was?
Hier, Asedin, ich mag eigentlich Ihre Videos, weil sie nützlich sind. Ich bedanke mich. Ja, genau. Nee, aber ich mag Ihre Videos ohne dieses eigentlich, weil wenn du sagst eigentlich, aber zum Beispiel, ich mag eigentlich Ihre Videos, aber sie sind zu lang oder aber sie sind zu kurz, dann muss irgendein Aber kommen. Okay, das klingt nicht gut. Dann Irem schreibt hier, hallo, guten Tag. Und Beauty Channel, Sie sind ein guter Lehrer. Danke, 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 danke. Sehr gut. Dankeschön, Dan Mustafa. Ich möchte gerne die B2 lernen, für mein Deutsch ist schlecht. Ah ja, aber du musst einfach üben, Mustafa, einfach üben mit uns hier. Dann Dami, guten Tag, hallo und Aschkan, hallo, Servus. Wie geht's? Oh Gott. Dann, ich muss einkaufen gehen. Tschüss, ciao, tschüss. Dann das nächste. Tschüss, Semra. TSCH. Da fehlt irgendwas. Tschüss. Tschüss. Dann das nächste. Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Dann das nächste. Was ist das hier? Justine schreibt hier. In unserer Zeit produzieren die Chinesen. Nee, zur Zeit produzieren die Chinesen fast alles. Ja, und gute Produkte. Dann, ich mag chinesische Sachen. Die sind gut. Dann, Ausländerbehörde ist ein Moment. Im Moment zu. Das ist das Problem. Ja, aber es gibt jemand dort, Kibram, du kannst immer anrufen. Es gibt jemand dort. Es ist geschlossen, aber du kannst anrufen oder per E-Mail. Dann der Terrorist gehört auch zur Enddeklination. Ja, der Terrorist gehört auch zur Enddeklination. Der Polizist, der Terrorist, der Kommunist, alles gehört zur Enddeklination. Ist Enddeklination. Ist. Genau. Dann Saido, angeblich ist wie vielleicht, ja, man sagt das, also angeblich ist man sagt das, man sagt das. Genau, mein Bruder ist Journalist. Aha, super, Mariam. Aha, dann hallo, 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 Ramin. Dann Yusuf schreibt hier, hallo, einen schönen guten Tag. Dann Mubarak schreibt hier, ich brauche eine Pizza und zwei Cola. Ja, genau, aber alles groß. Pizza groß, Cola groß. Dann Hamid, angeblich bist du. Angeblich hast du einen Fehler gemacht. Dann kommt hier Radu. Guten Tag. Hier von meiner Seite. Heute bin ich zu spät. Heute bin ich zu spät. Aha. Dann geht's weiter. Dann Kekel. Ich arbeite mit zwei Deutschen und einem Russen und einer brasilianischen Kollegin. Nochmal. Mit zwei Deutschen. Großes D. Deutschen. Deutschen. Einem Russen. Einem Russen, einem Russen und einer brasilianischen Kollegin. Genau, so. Also, dann kommt das nächste. Morgujata. Ups, das war zu schnell. Dann, eigentlich mag ich hier deutsche Grammatik, mag ich hier die deutsche Grammatik, aber ich würde gerne den Affen zuschauen. Ja, genau, richtig, das machen wir später. Dann, hallo liebe Kunden, aha, wir öffnen für Sie eine weitere Kasse. Ah, eine weitere Kasse, eine weitere Kasse, eine weitere Kasse, aha, eine weitere Kasse. Das ist Ramin, aha, Justin. Hier, es gibt Terrorattacken, was in Krampusanzügen. Nicht ganz verstanden. Irgendwelche Attacke oder so etwas. Dann, ich weiß nicht. Dann weitere. Dann das nächste, Asedin. Gibt es einen Unterschied zwischen beibringen und lehren? Ja, beibringen ist das normale Wort und lehren ist ein bisschen offiziell. Und unterrichten ist auch offizieller. Also normalerweise sagt man immer beibringen. Ich bringe dir Deutsch bei. Dann Bartel schreibt hier, hallo, ich gebe ein Haus an. Was? Ja, also ich nenne das Haus, oder? Dann hier, was bedeutet Deklination? Also das ist diese großen, großem, großer, großes, Senap. Verstanden? Großen, großem, großer, so etwas. Dann Ali, heute Unterricht ist der wichtigste Deutschunterricht. Oh ja, Dankeschön. Dann geht's weiter. Nura, ich komme aus Somalia. Nuro, Somalia. Hallo, Aishen. Dann das nächste. Dami schreibt hier. Ich habe eine Frage, Imperativ.
Bitte gib mir das Brot. Ja, nein, das ist perfekt. Gib mir das Brot. Perfekt, Dami. Gib mir das Brot. Dann ein Beispiel bitte mit Tieren. Aha. Für was? Dann das nächste. Was? Mach ein Beispiel, Mariam. Ich mag Tiere oder so. Keine Ahnung. Dann Manijé. Mein Mann hat unseren Nachbarn, Herrn Adler, sowie Herrn Bacher. Und so wie die Herren bla 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 eingeladen. Oh, meine Jay, super, 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 super. Ja, genau, jetzt habe ich es gesehen. Aha, Video mit dem Affen, bitte. Kommt dann das nächste. Hier, Milana. Ich bin halb Russin, halb Armenierin. Aha. Ah, okay. Ich bin halb Russin, halb Armenierin. Aha, super. Dann das nächste. Bei der Ausländerbehörde muss man einen Termin per E-Mail machen. Muss man einen Termin per E-Mail machen. Aha. So, dann geht's weiter. Dann kommt als nächstes Irem. Meine Lehrerin hat sie vorgeschlagen, ich bin froh, dass ich teilgenommen habe. Ich studiere Deutsch in der Türkei. Ah, okay. Oh, cool. Super, Irem. Wer ist deine Lehrerin? Dann angeblich hast du meine Sätze nicht gelesen? Angeblich hast du meine Sätze nicht gelesen. Genau, richtig. Man sagt das. Super, Rana. Hast du, dein Yusra. Ich habe am Samstag keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Yusra, Zeit, Zeit, Zeit mit Z, nicht mit Zeit, mit S. Dann leider besuche ich am Wochenende meine Familie, aber wir treffen uns nächste Woche. Dann kommt als nächstes Nuro. Ich komme aus Somalia. Nuro, Somalia, Somalia. Aha. Dann kommt der nächste. Gina, hallo, Servus. Hallo aus Rumänien. Hallo aus Rumänien. Aus Rumänien, Georgina. Hallo. Dann geht's weiter. Ich bin Amerikaner. Ich bin Europäer. 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 Ich bin Asiate. Europäer. R und Asiate. Also, so. Das war für Ijaz, glaube ich. Dann, ich weiß, dass ich alles falsch geschrieben habe. Das macht nichts, kein Problem, alles gut. Also, Amerikaner, Europäer, Asiate, Afrikaner, Australier. Okay? Dann geht's weiter. Hier. Agnes, ich bin eine halbe Polin und eine halbe Jüdin. Okay? Dann das nächste. Hier, beides Enddeklination, genau. Dann das nächste. Er hat angeblich einen coolen Film mit den Affen. Ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Aha. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann, es gab einen Terrorangriff auf dem Campus. Auf dem Campus. Justin, also Anzug ist Kleidung. Der Anzug. Aha. Und der Augenzeuge, das ist die Person, die das sieht. Aha. Und der Campus ist die Universität, also auf dem Campus. Mach mal einen Satz damit. Irgendwie war das so ein bisschen durcheinander. Dann ablehnen. Aha. Hier, ich finde das nicht so. Ich finde das nicht so gut. Aha. Oder das gefällt mir nicht. Aha. Oder ich denke, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Ich denke, das ist keine gute Idee. Wow, super. Gut, Nasro, perfekt. Dann kommt der nächste, Suda. Hallo, Suda, wie geht's? Lange nicht gesehen. Hallo, hallo. Dann Direktor hört die Meinung und seine Studenten, bla bla bla. Und eines Psychologen und seines Kollegen. Aha. Dann das nächste, was ist der Unterschied zwischen pro Tag, per Tag? Nein, per Tag falsch. Pro Tag. Am Tag und die anderen zwei sind falsch. Per und in denen ist falsch. Also du kannst sagen, in den Tag hineinleben, aber das ist was ganz anderes. Pro und am ist dasselbe und die anderen sind nicht gut. Dann Saido, man kann auch eine Bescheinigung von der Ausländerbehörde bekommen. Sie gilt als Ausweis. Ja, genau, richtig, 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 Saido. Genau. Also Kibrom, hast du es verstanden? Also man kann auch eine Bescheinigung, ein Papier bekommen, wenn du jetzt keinen Ausweis bekommst. Aha. Dann, ich bin eine Kundin. Ich bin eine Kundin, Mariam, eine Kundin. Also der Kunde und du bist eine Kundin. Also du bist Kunde, du bist Kundin. Aha. Dann kommt das nächste. Du bist der Kollege, genau. Dann, ich bin
seine Kollegin. Ja? Ich bin oder ich bin die Kollegin des Kunden oder ich bin der Kunde des Kollegen, der Kunde des Kollegen. Dann geht es weiter. Nuro schreibt hier, ich lebe seit 15 Jahren in der Schweiz. Ich will gerne bei Ihnen mehr schauen. Machen Sie mehr Livestreams. Nuro, ja, heute Abend wieder. Also normalerweise immer um 21.30 Uhr im Moment. Im Moment 21.30 Uhr und am Wochenende um 11. Heute ist ein Feiertag, deswegen heute auch. Dann Rafi, in München ist es verschneit. München ist verschneit, oder? Also entweder Rafi, München ist verschneit oder in München schneit es. In München schneit es. Ja, dann das nächste, Ali schreibt hier, die grüne Pflanze hinter dem Professor sieht hübsch aus. Ja, meine grüne Pflanze ist cool. Dann das nächste, Kibrom. Aha, okay, ja, genau. Also Kibrom, jetzt verstanden, dann ist gut. Also entweder eine Bescheinigung oder dann kannst du dich auch einfach nochmal melden. Dann, ich bin hier in Deutschland ein Jahr und 6 Monate. Aha. Dann, ich bin seit einem Jahr und 6 Monaten hier in Deutschland. Ich bin seit einem Jahr und 6 Monaten. Ich bin seit einem Jahr und 6 Monaten. Mariam, was verstehst du nicht? Dann, hallo Khaled. Dann Gülay, hallo, servus. Dann Asedin, ich möchte einen Vertrag bekommen. Kann ich das Geschäft ihn erhalten? Kann ich ihm im Geschäft erhalten? Okay, um zu wissen, dass alle Geschäfte in Deutschland abgeschlossen sind. Das ist stimmt. Ja. Im Moment ist alles zu, vergiss es. Also den keine Chance. Also alles ist im Moment so geschlossen. Das ist ein bisschen so. Für Business ist eine Katastrophe im Moment. Dann das nächste. Agnes, ein Zeuge, ein Bursche, ein Knabe gehören. Ja, genau richtig. Alle sind Enddeklination. Perfekt. Dann Irem schreibt hier, meine Lehrerin ist Fatma Shukran. Ah, okay. Oh, cool. Sie ist Deutschlehrerin an der Anadolu-Universität in der Türkei. Sie schlug sie mir vor, um unsere Deutschkenntnisse zu verbessern. Oh, das ist ja cool. Das ist ja genial. Also, ich weiß nicht, ob ich diese Frau kenne, aber das ist ja super cool. Also dann sag mal, Irem, sag mal zu deiner Lehrerin, hallo, einen schönen Gruß von mir. Das ist ja super nett. Dann das nächste, dann Hamid. Ich bin ein Schüler, ich habe in einem Monat die B2-Prüfung. Genau, ich habe in einem Monat die B2-Prüfung. Dann Tatjana, das heutige Polen, das Polen von heute. Ja genau, Tatjana, super. Dann der nächste. Der Hund des Kunden ist ins Geschäft reingelaufen. Reingelaufen. Dann Wessner schreibt hier, ich schenke mit Herzen oder ich schenke von Herzen. Ich schenke von Herzen. Ich schenke von Herzen. Herzen. Margot, du musst mal diesen Kanal suchen, The Dodo. Das ist, glaube ich, ein super Kanal für dich. Der macht dir bestimmt Spaß. Es ist ein YouTube-Kanal. Guck mal diesen Kanal, der ist super gut, wenn man Tiere mag. Dann ist immer Feiertag am Mittwoch in Deutschland. Nein. Jetzt, heute ist in Bayern ist Drei Könige. Das ist die Le Roi Magique, das ist ein Feiertag, aber das ist nur heute, okay? Das ist nicht immer am Mittwoch so. Dann wäre ja schön. Dann, ich spreche angeblich Deutsch oder sie spricht angeblich Deutsch. Aha, sie spricht angeblich Deutsch. Dann Raffi, ich bin deutscher Bürger. Aha, Deutsch klein, Bürger groß, Raffi. Deutsch klein, Bürger groß. Dann Mariam, ich verstehe das Thema nicht. Mariam, du musst mal diesen Link hier angucken, da steht das alles nochmal ganz schön drauf. Dann Suda, ich komme aus Indien. Nein, Suda, du bist eine Frau, du bist Inderin. Die Inderin. Die Inderin ist die Frau und der Inder ist der Mann. Suda, so. Dann das nächste hier. Okay, ich mache das gerne. Ja, das ist super gut für dich, glaube ich. Und da gibt es viele ähnliche. Natürlich werde ich das sagen. Ja, super, Irem. Dann richt mal schöne Grüße von mir aus. Dann Yusuf. Maria, mach dir keinen Stress, langsam, genau, genau, richtig. Also Maria, wir machen das heute sowieso nochmal. Dann, was bedeutet angeblich? Kibrom, angeblich, man sagt das. Ah, Romage, okay, alles gut. Da, auf Italienisch klingt irgendwie so, ich habe einfach übersetzt.
Also auf Deutsch, wir sagen die heiligen drei Könige. Also wir sagen heilig. Heilig ist, das ist Saint oder Santo, Saint. Wir sagen das Wort auf Deutsch. Dein Radu schreibt hier, sie war offensichtlich nicht fertig, fähig, ihre Pflanze, Deutsch bei. Was? Ah, okay. Also, sie war nicht fähig, ihrer Pflanze Deutsch beizubringen. Alles gut. Hallo Mari, Servus. Dann, was bedeutet Aussehen? Wie siehst du aus? Wie siehst du aus? Also dein Gesicht, wie groß, wie klein, welche Farbe, welche Haarfarbe, Aussehen ist das da. Dann einen Vorschlag. Zum Beispiel, wir könnten ins Kino gehen oder lasst uns doch ins Kino gehen. Wie wäre es, ins Kino zu gehen? Oder gehen wir ins Kino, Nasro? Alle gut, alle perfekt. Oder hey, gehen wir doch ins Kino. Also in Süddeutschland sagen wir oft so, geh mal doch, gehen wir doch. Okay? Dann Agnes schreibt hier, könntest du ein Video mit Katzen und Hunden empfehlen? Schau mal bei The Dodo. Das ist super cool. Da gibt es nicht nur Katzen und Hunde, da gibt es ungefähr alles. Das ist super cool, dieser Sender. Aber das ist immer so ein bisschen so arme kleine Babykinder, so kleine Babytiere oder so, das ist cool. Dann gegenüber meiner Wohnung befindet sich ein großes Lager. Also ich kann das später mal in der Community teilen, dann findet ihr das schon. Dann guten Tag, genau, Servus, hallo Dudone. Dann das nächste, Iman schreibt hier, ich habe am Samstag die B2-Prüfung zu bestehen, aber ich bin gestresst beim Sprechen. Oh ja, das ist ja einfach kein Stress, einfach sprechen. Du kannst sowieso Deutsch, denke ich mal. Jetzt kannst du gar nichts verändern, einfach nur positiv denken, einen Kaffee trinken, alles gut. Dann, du hast dir viel Mühe gegeben. Dann, angeblich ist vermeintlich. Ja, also so, die Leute denken das, also man sagt das, bedeutet das ungefähr. Dann, der Dreikönigstag ist ein Feiertag, also der Feiertag, der Feiertag, ein Feiertag, der Feiertag, Feiertag. So, dann geht's weiter. Bla 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 bla. Ich wohne in, das war Yusuf, nach, das war jetzt zu viel, mein Gott. So, also jetzt muss man irgendwo, jetzt muss ich weitermachen. Yusuf, ich wohne in Hessen. Das grenzt an Bayern. Das grenzt an, das grenzt an, das grenzt an Bayern. Das grenzt an Bayern. Genau, Hessen ist das nächste Richtung Norden. Dann Merwin oder Nordwesten. Dann hallo, was machen wir heute? Enddeklination. Dann, Nermin, guck mal, also zum Beispiel Herren oder die Nationalitäten mit N. Dann, Nermin, woher kommst du? Dann, ich sehe, was, Sie sehen sehr kreativ aus. Ja, ein bisschen. Dann das nächste. Angeblich, der Dodo ist ein guter Kanal. Also genau, der Dodo ist angeblich, dreh es mal um, ist angeblich. Sonst klingt das komisch. Dann Tariq schreibt hier, ich spreche angeblich Deutsch. Nee, angeblich spricht er Deutsch, aber das stimmt nicht. Angeblich spricht er Deutsch, Tariq. Also zum Beispiel dein Freund spricht angeblich Deutsch, aber eigentlich, nee, irgendwie nicht. Dann Tatjana, er zog den Mantel an. Dann kommt hier Rafi. Das war zu schnell. Mein Gott, was ist denn das hier? Ach. Rafi, seit ich Deutsch gelernt habe, habe ich mein Englisch vergessen. Ja, das ist meistens so. Deutsch und Englisch, das passt irgendwie nicht zusammen. Heißt dieser Kanal. Genau. The Dodo. Also THE, Agnes. Also vorne noch den Artikel dazu. The Dodo. Das ist irgendwie so blau mit so einem Vogel drauf. Ein Dodo. Dann das nächste. Jane, ich fühle mich nicht wohl. Ich brauche Ablenkung. Können wir ins Kino gehen? Ich kann das nachher mal posten, Agnes, kein Problem. Dann nur John, hallo, guten Tag, wie geht's? Hallo, Servus. Dann wir wundern uns über den Affen. Genau, richtig. Dann ich finde es schön oder das finde ich schön. Dann angeblich die marokkanische Minze ist sehr erfrischend. Angeblich ist die marokkanische Minze. Aha. Dann Helen, ich habe jetzt gerade zu Mittag gegessen. Zu Mittag gegessen, klingt schöner. Dann Virginia, hallo, Servus. Und Freveni, hallo, Buongiorno. Dann kommt der nächste. Ali schreibt hier, wir warten auf Ihren Unterricht über die Partizipien und Modalverben. Ja, kein Problem, alles gut. Dann schreibe ich mir das mal auf. Aber dazu gibt es auch schon viele Videos, glaube ich. Also,
Partizipien und was war das noch? Partizipien und Modal. Okay, können wir machen. Also das haben wir doch vor ein paar Tagen schon gemacht, aber kein Problem, können wir wieder machen. Dann, ich wohne in Hessen seit 3 Jahren. Ich wohne seit 3 Jahren in Hessen. Ich wohne seit 3 Jahren in Hessen. Du musst umdrehen. Dann kommt das nächste. Linda, hallo, guten Morgen. Und Sunam, hallo, servus, wie geht's? Alles gut? Dann, Selin schreibt hier, kann ich sagen, ich habe meine Hausaufgaben geschafft, anstatt machen oder tun. Ja, ja, natürlich. Geschafft ist wie j'ai fini. Aha. Und ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ist wie j'ai fait mes Hausaufgaben. Aha. Nicht tun, machen, machen. Machen oder schaffen, aber nicht tun. Da Nermen. Ich konnte gut Türkisch, aber seit ich Deutsch gelernt habe, habe ich Türkisch vergessen. Ja, das ist immer so mit den anderen Sprachen. Du lernst die eine, dann vergisst du die andere. Es ist voll bescheuert. Dann Buongiorno. Was ist das da hier? Otto Walkes. Ja, aber Buongiorno schreibt man doch mit G. Dann Mariam. Ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen. Oder ich habe mit dem Nachbarn gesprochen. Super. Auch mitmachen. Ja, natürlich, Helen. Das ist super. Heute Abend. Ja, ja, genau, Nurjan. Jetzt fehlen noch 6.000. Ich warte. Mhm. Dann Wessner. Die Raben machen Angst. Aha. Dann kommt das nächste, Agnes. Ich mag Videos mit Richard David Precht. Okay. Nicht anhören. Mir anhören. Ah. Nee, ansehen, Agnes. Ansehen. Dann, was ist das da hier? Was bedeutet Deklination? Deklination ist großer, diese Endungen. Linda, verstehst du das? Dann, Safi. Hier, ich würde im Urlaub nach Afrika fliegen. Oder ich würde gerne im Urlaub nach Afrika fliegen. Ja? Angeblich spreche ich perfekt Deutsch, ja, sagen deine Freunde. Dann, er spricht angeblich Deutsch. Genau, dann Nermen, was bedeutet angeblich? Also alle sagen das, Nermen, alle sagen das. Aha. Dann, waren Sie schon mal in der Türkei? Nein, in Istanbul nicht, aber in Izmir. Und irgendwo um Izmir, keine Ahnung, frag mich nicht, Irem. Ich war da 2 Wochen, aber ich weiß nicht genau wo. Wir haben so eine Tour gemacht. Dann das nächste. So, dann, ich habe gerne einen Kurs, Kurzzeit schauen. Ah, ich schaue gerne den Kurs für kurze Zeit an. Aha, dann kommt Galina. Sie helfen immer, Deutsch zu lernen. Was ist das da? Haben Sie viele Freunde und so weiter? Immer für uns da. Ja, natürlich. Aber das Problem ist, im Moment, ich habe sehr viel Zeit. Normalerweise gehe ich sehr gerne aus, aber im Moment ist das ja alles so ein bisschen reduziert. Also machen wir einfach viel, viel Online-Kurs. Aha. Und deswegen bin ich fast immer für euch da. Dann das nächste, Raffi. Ich möchte von Ihnen B2-Briefe, um richtig Deutsch zu lernen. Ja, natürlich. Also du kannst, Raffi, geh mal auf meine Seite. Und hier ist ein Link. Also da kommst du erstmal zu B1 und dann musst du ein bisschen nach unten gehen, Raffi. Downloads PHP. Und dann gehst du auf diesen Link. Und dann bei diesem Link gehst du ein bisschen nach unten. Hallo, Shukriya. Dann geht's weiter. Nein, ich habe nicht verstanden. Linda, grosses, also dieses hinten am Wort, das ist Deklination. Die Endung, das Ende von einem Wort, großer, große, von einem Nomen oder von einem Adjektiv. Dann, ich bin schon 7 und 6 Monate in Deutschland leben. Ich habe 2-mal gelernt, trotzdem bekomme ich Angst, wenn ich Deutsch... Ach, kein Problem, kein etwas. Du bist nur 7 Monate hier. Das ist ja wie gar nichts. Dann, das ist doch erst der Anfang. Kein Problem. Dann, Maria. Der Mann hat mir mit dem Herzen geholfen oder von Herzen. Dann, Nasro. Hier, kurze Frage. Ich kann nicht perfekt Deutsch. Wie kann ich meine Deutsch kennen? Nasro, du musst Freunde suchen. Am besten ist immer, mit irgendwelchen Freunden Deutsch zu lernen. Das ist das Einfachste. Dann, der Mann hat mir von Herzen, Mariam. Dann, Helen. Ich würde gerne
eine neue Arbeit anfangen. Aha, dann kommt das nächste zu immer. Ich kann am Deutschunterricht leider nicht teilnehmen. Aha, genau, dann kommt nächste. Angeblich beschäftigen wir uns mit der Enddeklination, aber auch mit angeblich. Ja, das Wort angeblich ist plötzlich gekommen. Keine Ahnung warum. Angeblich habe ich abgenommen. So, Namen, genau, alle Leute sagen das. Hallo Jane, servus, sehr geehrte Damen und Herren. Ist das auch Enddeklination? Ja, ja, genau. Herren ist Enddeklination. Mhm. Dann Hamid, angeblich kannst du Deutsch sprechen. Aha. Dann Wessner, die Hessen essen Karotten, was? Die Hasen essen Karotten, genau. Also Hasen essen Karotten. Dann leider so schwer. Ja, ich weiß. Guck mal, Linda, geh mal auf diesen Link, dann findest du echt viele Informationen dazu. Also schau mal kurz den Link an, dann verstehst du, glaube ich, schon. Dann das Nächste. Ich warte bei meinem netten Herrn oder bei einem netten Herrn. Aha. Bei einem netten, ich arbeite bei einem netten Herrn. Ich arbeite bei einem netten Herrn. Blubblub, mein Mund ist schon ganz kaputt. Dann das nächste. Angeblich muss ich eine Ausbildung, muss ich einen Ausbildungsplatz suchen. Dann Wessner. Wessner bedeutet Frühling. Erinnerst du dich daran? Ja, ja, klar. Natürlich. Dann was? Du bist ein guter Junge. Dann das nächste. Heute gibt es in der Schweiz Schnee. Ja, bei uns auch. Ich bin ja nicht so weit weg von der Schweiz. Dann das nächste. Helen, was ist das Thema morgen? Das Thema morgen weiß ich noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Morgen Abend, Helen. Morgen Vormittag nicht, weil ich arbeiten muss, aber morgen Abend gibt es wieder ein Thema. Dann Karotten werden von Hasen gefressen. Also wir können morgen zum Beispiel aktiv und passiv machen, hat vorhin irgendjemand gesagt. Dann Blablabla. Dann Mariam, ich habe einen netten Lehrer. Aha. Dann kommt der nächste, Abiel, ich esse ein Stück Geflügel von ihm. Genau, richtig. Dann kommt der nächste. Mhm. Dann ich habe mit meinem Rubik's Würfel, weil er mir beim Denken hilft. Ich spiele mit meinem Würfel, er hilft mir beim Denken. Das ist dieser da, oder? Nermen. Was bedeutet Aussagen? Aussagen ist wie einen Kommentar machen, make a comment, okay? Dann, alle Leute haben Sätze mit angeblich geschrieben. Ja, ja, jetzt hören wir mal auf wieder mit angeblich. Das war unglaublich viel angeblich. Dann 7 Jahre und 6, ach so, ups, ach so, Kalett, ja, aber das macht nichts. Das kommt schon irgendwann, du musst einfach viel Kontakt machen. Aha. Munanio, kennst du diesen YouTuber? Nein, wer ist das? Was macht er? Was tut er? Welchen Typ von Videos macht er? Also den kenne ich gar nicht. Also was ist sein Thema? Dann kommt der nächste. Agnes, oh mein Gott, nur kein Passiv. Warum? Das wäre ganz schrecklich. Dann ich habe für meine Enkelin einen Teddybär geschickt. Ah, ich habe meiner Enkelin einen Teddybär geschickt. Aha. Dann kommt Wester. Der Name der Nationalität der Pole, der Russe, der Chinese, der Portugiese gehören zur Enddeklination. Genau, aber nur, wenn sie mit E enden. Ha? Ich habe verstanden. Super. Also, Linda, dann ist perfekt. Also, dieser Link, den ich euch immer gebe, der Sinn ist, ihr müsst das ein bisschen lesen, weil da stehen immer gute Informationen. Dann, ich habe einen netten Lehrer. Dann, Sanel, was ist der Unterschied zwischen Aussagen und Äußern? Fast nichts, aber das ist Äußern. Aha, äußern. Fast nichts aussagen, das klingt so ein bisschen wie bei der Polizei etwas aussagen. Dann, ich habe am Nachmittag Essen gekocht. Aha. Dann, was bedeutet jeweils? Jeweils ist each, also eines davon, jeweils eines. Mhm. Dann, wie lange dauert der Online-Kurs? Weiß nicht, keine Ahnung. Jetzt sind wir dann bald fertig, weil ich muss mal irgendwann Mittagessen machen. Dann, welches Video, was meinst du? Ich habe nicht gehört. Hä? Ich weiß nicht, ich kenne diese Person nicht. Das hat gerade, glaube ich, irgendjemand geschrieben. Dann Nasro. Okay, vielen Dank für Ihre Erklärung. Kein Problem. Dann mehr Likes bitte. Ja, genau. Dankeschön. Dann, wenn es möglich wäre, könnten wir etwas über die Prüfung machen. Ja, können wir auch. Welche Prüfung? B1 oder B2? Das muss ich mir aufschreiben, Helen. B1 oder B2 oder was? Dann, und welches Thema? Dann übersetzen Sie bitte auf Deutsch from the core of my heart, also aus dem Tiefsten.
tiefsten meines Herzens, sagen wir, aus dem tiefsten, from the deep, the deepest oder sowas, aus dem tiefsten meines Herzens. Also, oder aus dem Inneren, kannst du auch sagen, Ijaz, aus dem Inneren, weil Core ist ja eigentlich das Herz vom Herz sozusagen, okay? Dann das nächste, banal bedeutet was? Fast. Sanel, banal ist fast, almost, fast. Dann Schritt für Schritt, basiert, nicht Schrift, Schritt für Schritt, das Step by Step, Schritt für Schritt. Aha. Dann Agnes, was Aussagen, was war denn das jetzt gerade hier? Ah, manchmal ist der Computer echt komisch. Okay, oh cool, Dankeschön, Suda, wow, cool, super, Dankeschön, thank you very much, viele Grüße. Dann das nächste. Super. Dann so eine, meine Ausblicke für 2020 sind nicht so gut, weil viele Leute gestorben sind und das Leben und ein schwieriges Leben hatten. Aha. Genau. Also mein Rückblick auf, Danke, Suda. Dankeschön. Dann das nächste. Mudra. Hallo, guten Morgen. Hallo, Servus. So. Ja, das finde ich nett. Dann das nächste. Hier. Aus dem tiefsten meines Herzens. Ja, genau. Das ist, kann es nicht kommen, Agnes. Das kommt mehr aus irgendeinem Song. Dann das nächste. Ich brauche eine B2, eine A2-Prüfung. Aha. Andere Links, weil ich gut finde. Ja, schreib mal, also ich weiß nicht genau, wie du heißt. Arabischer Name. Schreib mir mal irgendwie unten in dieses Video bitte A2-Prüfung Link schicken oder so etwas, dann kann ich das machen. Dann, was bedeutet Ausblick? Das ist so, was kommt in der Zukunft? Aha. Dann Helen schreibt hier, ich wollte ein neues Sofa kaufen. Aha. Dann kommt Hamid, ich hoffe vom Herzen zu danken. Ah, ich danke von Herzen. Dann kommt der nächste, Ismail. Hallo, Servus. Und Ali schreibt hier, die grüne, kleine, saubere Hose hängt an der weißen Wand, die schlecht aussieht. Hallo, Ramazan. Hallo, Servus. Wie geht's? Oh, lange nicht gesehen. Dann geht's weiter hier. Viele Grüße nach Russland. Dann einen schönen guten Morgen. Hallo, Servus, Lina. Dann Lena ist auch da. Hallo, ich wünsche euch allen einen schönen Feiertag. Ich dir auch. Dann kommt Wessner. Kann man sagen, Nationalitätennamen bitte? Was? Ja, ja, kannst du sagen. Hallo Sandy, Servus. Dann was? Ich habe den Dreck abgewischt. Genau, dann Kekel. Was? Die Nepalesin ist kein Rindfleisch. Genau, die Nepalesin. Die Nepalesin ist kein Rindfleisch. Ja. Genau, richtig. Dann kommt das nächste. Viele Inder auch nicht. Dann, du kommst mir, was? Du kommst mir, aber kein Wort. Das ist komisch bei dir. Dann Mudra. Heute ist Feiertag, es schneit hier. Ja, genau, aha, alles gut. Dann Sunam, Dankeschön. Okay, dann geht's weiter. Hier, was ist das da? Linda und Jayan, hallo, Dankeschön. Dann geht's weiter. Ich danke von Herzen, genau. Dann das nächste. Um Deutsch zu lernen, braucht man viel Zeit. Ja, dann schreibt hier Jane. Danke für das hilfreiche Video, aber könntest du bitte einen Satz in der Redewendung geben? Zum Beispiel eine Sache zugrunde gehen. Ah, an einer Sache zugrunde gehen. Zum Beispiel, sie ist an dieser Katastrophe zugrunde gegangen. Mhm. Dann kommt Nada. Der nette Mann hat uns heute viel geholfen. Aha. Genau, dann kommt Helen. Ich weiß auch mit meinen Kindern spielen. Ah, ich will auch mit meinen Kindern spielen, Helen. Aha. Dann Abgabe ist eine Steuer. Genau, Abgabe ist Steuer, Agnes. Aha. Richtig, die Abgabe, die Steuer. So, Leute, jetzt würde ich sagen, wir stoppen dann langsam. Ich habe heute Nachmittag für euch noch zwei Videos vorbereitet. Also eines ist zum Thema Pronomen und sowas. Und das zweite ist zu einem anderen Thema. Also ich wollte euch ein bisschen was aus dem Urlaub präsentieren von letztem Jahr, weil wir ja alle so traurig sind, weil wir nicht reisen können. Aber ich habe was für euch gemacht, sodass die Leute ein bisschen glücklicher sind.
hat nichts mit Grammatik zu tun, einfach nur so. Dann, Sudha, bitteschön, kein Problem. Alles gut, dann das nächste. Was? Der Türke bringt die Feige mit. Der Türke. Umlaut, der Türke, Kikil. Dann Sandy. Okay, tschüss. Dann Nerman. Ich habe keinen Bock zu kochen. Ich würde zur Imbissbude gehen. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt nachher auch. Dann Dönerladen hat immer offen. Dann ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Dann kommt Nasro. Ich bin heute früh aufgestanden. Und jetzt bin ich total müde. Jetzt bin ich total müde. Oder deswegen, Nasro, deswegen bin ich jetzt total müde. Dann kommt Vesna. Die Verkäuferin fragt den Kunden, was er will. Dann kommt der nächste, Nermen. Was bedeutet, bleib locker, sei cool. Okay, dann, oder mach dich locker, kannst du auch sagen. So, Leute, also, jetzt würde ich sagen, wir stoppen. Genau, es regnet. Wir machen heute Abend wieder weiter, ungefähr um 21:30 Uhr. Tschüss, Leute. Jetzt ist gut. Margojata, Kekil, Nermen, Linda, Suda. Tschüss, Kadett, Servus, Sandy, Agnes, bitte schreiben Sie ein Video mit den Tieren. Ja, genau, mache ich. Agnes, in der Community, also das ist ein Teil von meinem Kanal, mache ich das gleich. Aha. Tschüss, Nurjan, tschüss, Iman, tschüss, Mariam, Servus, bis später, tschüss, Yusuf, tschüss, Sanel, Servus, heute Abend geht es weiter um 21:30 Uhr. Und es wäre cool, wenn ihr euch vielleicht den Link noch mal kurz angucken könntet, weil dann können wir da heute Abend weitermachen. Und dann machen wir nicht die Nationalitäten, sondern den anderen Teil von der Endeklination, okay? Also mit den Endungen, mit ist und and und end und so etwas, okay? Das ist dann sozusagen der zweite Teil, okay? Also, dann bis später. Tschüss. Momentan lerne ich täglich 5 Stunden. Super. Also, dann lernst du heute mal ein bisschen Endeklination und damit können wir dann später ja, wieder was anfangen. Also, tschüss, schönen Abend allerseits, viele Grüße nach überall, tschüss Frebeni, tschüss Suda, tschüss allerseits, ciao Leute, Vesna, Safi, Sandy, tschüss Nermen, Wazir, Mariam und so weiter, ciao Leute, wir sehen uns später und Just, tschüss, Servus, Irem, viele Grüße und so weiter und so fort, Frebeni, buona giornata, tschüss allerseits und bis dann, ciao Leute, bis später, bis dann, tschüss. Jetzt gibt's